Die Bundesregierung hat ja diese sagenhafte Kindergelderhöhung von 18 Euro für das erste und zweite Kind beschlossen und auch für 2023 wirklich großzügige 12 Euro für das dritte Kind vorgesehen, sowie diese leichte Erhöhung des Kinderzuschlags. Mit diesen Almosen kann sich die Regierung hier zwar als Wohltäter aufspielen, was sie auch gerade getan haben, aber vergessen wir nicht, diese die gerade durch die Politik der Ampelregierung verursachten Explosionen auf dem Energie- und bei den Lebenshaltungskosten fressen diese moderaten Kindergelderhöhungen etc. mehrfach auf. Diese Minizahlungen wirken also nichts, wenn man für Energie ein Mehrfaches dieser Summen aufwenden muss. Also inwieweit beabsichtigen Sie hier eine kurzfristige und wirkliche Nachbesserung, um Familien zügiger und angemessener zu unterstützen? Werte Abgeordnete, die Kindergelderhöhung und auch die anderen Erhöhungen liegen über der derzeitigen Inflationsrate und die Entwicklung der Energiepreise werden ja durch zusätzliche Maßnahmen abgedeckt. Unter anderem wird ja auch in dieser Woche noch mal intensiv darum gerungen, wie das Thema Gaspreise geregelt werden soll. Und in diesem Gesamtpaket bin ich tatsächlich sehr, sehr zuversichtlich, dass Familien und insbesondere Familien mit weniger Geld gut über diesen Winter kommen, weil, wie gesagt, die Aufstockung ist erstmal über der Inflationsrate und zu den Energiepreisen gibt es weitere Maßnahmen und im Gesamtpaket macht das alles sehr viel Sinn und klappt hoffentlich, dass wir alle gut über den Winter kommen. Wenn das Wetter mitspielt, genau. Und vor allem, da können Sie sich gerne noch mal mit den Familien unterhalten, wenn die die ersten Abschlagszahlungen auf ihre Stromrechnung bekommen. Aber was Sie vor allem beachten müssen, Sie haben es vorher selber erwähnt, die Bertelsmann Stiftung hat eine Studie herausgegeben, dass jedes fünfte Kind in Deutschland in Armut lebt. Das heißt, 2,8 Millionen Jugendliche und Kinder unter 18 leben in Armut. Und durch die verantwortungslose Energie- und Wirtschaftspolitik der Ampel verschärft sich diese Schieflage zusätzlich und ganz besonders bis zum nächsten Frühjahr. Welches ganz konkrete Konzept haben Sie, die Kinderarmut langfristig zu begegnen, mit diesen moderaten Erhöhungen beim Kindergeld und beim Kinderzuschlag sowie der einen oder anderen Sozialleistung kann es ja wohl nicht bleiben. Sehr geehrte Abgeordnete, Ihre Einschätzung zur Arbeit dieser Bundesregierung teile ich ausdrücklich nicht. Und das ist mir klar. Kann ich darauf verweisen, dass wir mit Hochdruck an der Einführung der Kindergrundsicherung arbeiten, die eben mehr ist als die Einzelteile des bisherigen Systems. Und die Eckpunkte dazu werden spätestens Anfang kommenden Jahres vorliegen. Dann können Sie sich entsprechend darüber noch ein Bild machen. Ansonsten ist der klare Fahrplan, dass wir bis zum vierten Quartal im kommenden Jahr einen Gesetzesentwurf vorlegen und dass wir dann auch tatsächlich gemeinsam noch erleben werden, diese Legislaturperiode, dass die Kindergrundsicherung bei den Familien in diesem Land ankommt, weil sie 2025 ausgezahlt wird.